Ich öffne meine Augen, doch sie sehen nichts. Ich strecke meine Hände aus, doch sie sind gefesselt. Ich atme tief ein, aber die feuchte Luft füllt meine Lungen. Wo bin ich? Meine Gedanken rasen, während ich versuche, mich daran zu erinnern, wie ich in diese missliche Lage geraten bin. Ich werde von pechschwarzer Dunkelheit begrüßt. Die Stille heißt mich willkommen. Einsamkeit und Abgeschiedenheit, meine einzigen Gefährten. Ich spüre die Wände, die mir als Gefängnis dienen. Holz. Sie sind grob geschnitten. Ein Splitter dringt in meine Hand ein. Es scheint für meine Größe gemacht zu sein. Es passt perfekt. Die Wände scheinen immer näher zu kommen und mich zu ersticken. Die Luft in meinen Lungen wird zu Teer, der mir die Kehle hinunterrinnt und mich zu ersticken droht. Ich kann kaum atmen. Es gibt keinen Luftstrom. Nein, Moment, das ist nicht wahr. Ich fühle einen Schlauch auf der Oberseite meines Behälters über meinem Kopf. Dort ist ein Loch in der Größe einer Viertel-Dollar-Münze, durch das frische Luft strömt. Doch meine verräterische Lunge heult. Es ist nicht mehr der Sauerstoffmangel, sondern die Klaustrophobie. Ich bin in einer winzigen Kiste gefangen und ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich kann mich kaum bewegen. Es gibt kein Licht. Panik hat meine Glieder erfasst und ich schlage ein gleichmäßiges Staccato an der Decke meiner Zelle. In aller Eile finde ich meine Stimme und beginne zu schreien. Flehend, bettelnd, weinend, dass mir jemand helfen möge. Das muss ein Unfall sein. Ich kann nicht weggesperrt werden. Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich geschrien habe. Lange nachdem meine Stimmbänder wund waren. Meine Stimme wurde brüchig und mein Mund stieß nur noch gebrochene Worte aus. Schließlich brachte ich nur noch ein kleines Wimmern zustande. Irgendwann wurde ich ohnmächtig. Als ich aufwachte, hörte ich in der Ferne Musik. Traurige Musik. Die Art von Musik, die bei einer Beerdigung gespielt wird. Ein Klagelied. Ich fühlte mich seltsam melancholisch und reserviert. Es war eine seltsame Erfahrung, bei seiner eigenen Beerdigung dabei zu sein. Das muss es sein. Ich muss lebendig begraben worden sein. Und jetzt halten sie eine Gedenkfeier am Grab ab. Meine Stimme brach, meine Lymphknoten schwollen an. Ich konnte kaum ein Quietschen hervorbringen, geschweige denn etwas, das dieses einsame Lied übertönen würde. Trotzdem gab sich meine geschundene Kehle alle Mühe, eine Art Protest gegen die Ungerechtigkeit des Ganzen hervorzubringen. Das Geräusch, das in dem hohlen Sarg widerhallte, war das eines sterbenden Tieres. Vielleicht war ich in diesem Moment genau das. Gefangen. Nichts als die dumpfen Schläge der Erde, die meine letzte Ruhestätte bedeckten. Die festen Schläge waren ein Angriff auf meinen Verstand. Ich konnte mir nicht helfen. Ich war verzweifelt. Die Tränen flossen in Strömen, ohne Rücksicht auf meine Gefühle. Meine Fingerspitzen begannen zu bluten, als ich ruhelos an der Sargdecke rüttelte. Das Blut lief unkontrolliert an meinen Unterarmen hinunter. Ich verrenkte mir die Hände und versuchte, aus meiner Zelle zu entkommen. Doch die hartnäckigen Bretter wollten nicht nachgeben. Das schwache Echo der Arbeit der Totengräber verfolgte mich. Mein Herz zerbrach mit jeder Schaufel voll Erde. Jede Handvoll Schotter war ein letzter Nagel in meinen Sarg. Es war kein grausamer Trick. Sie konnten mich nicht hören. Und jetzt gab es keine Hoffnung mehr. Ich lag 2 Meter unter der Erde, aber irgendwie war ich immer noch bei Bewusstsein. Was sollte ich tun? Ich konnte mich weder durch meine Gefängniszelle kratzen, noch konnte ich mich selbst ausgraben. Jede Motivation verließ mich.
Im Angesicht meiner Beerdigung wurde ich stoisch. Es gab nichts mehr zu tun. Das Begräbnislied beruhigte mich. Ein Frieden, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, durchflutete meinen Geist. Ich begann zu glucksen. Es war alles zu ironisch. Ich liege hier in meinem Grab und habe noch nie so viel Trost erfahren. Es war, als ob ich mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet hätte, um wirklich zu leben. Das Klagelied verstummte. Ich wurde wieder einmal in der Stille zurückgelassen. Dieses Mal störte mich das aber nicht. Die Klaustrophobie hatte ich überwunden. Die Dunkelheit machte mir keine Angst mehr. Das Fehlen von Gesellschaft spielte keine Rolle mehr. Ich erwartete den ewigen Schlummer. Keine Angst, kein Zögern. Die Augen geschlossen und ewige Ruhe. Ich und meine Gedanken. Keine Ablenkungen. Ich dachte klarer als je zuvor. Das Leben bedeutete etwas mehr. Eine Vertiefung geschah. Meine Seele dehnte sich aus. Und die Barriere zwischen diesem und dem nächsten Leben war schon fast nicht mehr vorhanden. Ich hatte das Gefühl, wenn ich gegen den Schleier drücke, würde er nachgeben. Ich war dort, wo kein lebender Sterblicher je gewesen war. Ich lag lebendig in meinem eigenen Grab und ich war dem Jenseits noch näher als jedes andere Lebewesen. Das größte Geheimnis lag in meinem Schoß. Was passiert nach unserem Tod? In diesem Moment hörte ich das Flüstern. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht da unten. Es könnte lange dauern, bis du da rauskommst. Ich würde es hassen, wenn du deine letzten Stunden in Unbehagen verbringen müsstest. Die Stimme war seltsam, fast so, als gehöre sie nicht zu einer Person. Sie war so rau und rissig wie der rustikale Sarg, in dem ich als Geisel gehalten wurde. Fast so, als hätte der Mann nicht oft kommuniziert. Die Worte waren unbeholfen und nicht vollständig im Mund des Fremden geformt. So wie jemand, der eine neue Sprache lernt und sich noch nicht sicher seiner Sprache ist. Die Stimme ließ mich aufhorchen. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf. Die Stimme war wie ein Nagel auf einer Kreidetafel. Sie war einfach falsch. Nicht, dass sie nicht unangenehm oder irritierend wäre, aber sie war einfach nicht natürlich. Als würde man die Nachahmung eines Papageis verstehen, der menschliche Worte spricht. Die Stimme des Mannes hallte in demselben Rohr wieder, durch das frische Luft strömte. Ich dachte, wie seltsam das war. In wie vielen Särgen sind Belüftungssysteme eingebaut. Schließlich müssen Tote ja nicht atmen. Irgendetwas stimmt nicht. Menschen werden nicht aus Versehen heutzutage lebendig begraben. Särge sind heutzutage keine grob gefertigten Kieferkisten mehr. Außerdem spricht niemand mehr mit den Menschen unter der Erde. Dieser Mann wusste etwas. Vielleicht konnte er mir sogar helfen. Schnell begann ich, den Mann anzuflehen. Bitte, mein Herr, ich bin lebendig begraben. Graben Sie mich auf, rufen Sie um Hilfe. Um des Liebes Gottes Willen, tun Sie etwas. Die Antwort des Mannes überraschte mich. Falsch. Liebe Gott, ich tue es nicht. Ich kann jetzt nicht aufhören. Du wurdest für die Parzelle 13 ausgewählt. Das ist jetzt dein Zuhause. Mach dir keine Sorgen, ich werde für dich sorgen. Stille umhüllte mich. Ich war verblüfft und völlig überrumpelt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass jemand einem anderen in der Not die Hilfe verweigern würde. Leben und Tod sind ein heiliges Ritual. Niemand ist so gefühllos. Dieser Mann hielt mein Leben in seinen Händen
und beachtete mich mit so wenig Sorgfalt. Ich war ein Spielball für ihn, ein Haustier, das in einem feuchten, dunklen Käfig gefangen war. Mit kaum hörbarer Stimme fragte ich: Was ist Parzelle 13? Offensichtlich hatte der Mann diese Frage vorausgesehen, denn seine Antwort kam unmittelbar. Er antwortete: Auf Parzelle 13 wurde David Simon Barnier begraben, ein Elektriker, der sich aus Versehen gegrillt hat, als er nach einem stromführenden Kabel gegriffen hat. Als ob der Mann das erst im Nachhinein wüsste, fügte er hinzu: Ach ja, das ist auch die Ruhestätte für dich. Was? Hier unten ist doch sonst niemand, rief ich. Natürlich nicht. Niemand in demselben Sarg. Er liegt direkt über dir. Du hast sicher seinen Leichenzug vor ein paar Stunden gehört, sagte der Fremde mit seltsam heiterer Stimmlage. Wieder einmal wurde ich von der unbekümmerten und fast neckischen Art des Mannes überrascht. Es war so, als ob wir alte Freunde wären oder so. Was zum Teufel ist hier los? Warum liege ich in diesem Sarg und bin unter jemand anderem begraben? Das muss eine Art Versehen sein! Mein Entführer stieß ein Bauchlachen aus, das echte Heiterkeit verbarg. Gott, du bist so langsam, oder? Ich hatte auf jemanden gehofft, der ein bisschen cleverer ist. Aber Bettler können nicht wählerisch sein, stimmt's? Du bist hier nach meinem Plan. Ich habe mich in deine hübsche kleine Wohnung in der Second Street geschlichen. Während du schliefst, habe ich dich unter Drogen gesetzt. Du hast mich nicht durch das unverriegelte Fenster kommen hören. Ich hob deinen schweren Hintern in den Rollkoffer da und voilà! Du wachst in dem Sarg auf, den ich für dich angefertigt hatte. Ich hab dich in Parzelle 13 begraben, in dem bereits ausgehobenen Loch für den unglücklichen David. Ich bin ein ziemlich fleißiger Arbeiter. Niemand hat gemerkt, dass ich das Loch doppelt so tief gegraben habe wie sonst. Im Schutze der Nacht habe ich deinen Sarg in das Loch gesenkt und mit Erde bedeckt, ohne dass jemand etwas gemerkt hat. Völlig verblüfft über die Schilderung der Ereignisse der letzten Nacht fragte ich: Warum? Warum was? Sagte der Mann ganz perplex. Warum haben Sie mich entführt und lebendig begraben? Was habe ich Ihnen angetan, um das zu verdienen? Ich kenne Sie doch nicht einmal. Wir haben uns einmal getroffen. Du hast mir einen Kaffee serviert. Du schienst nett zu sein. Und Mama sagte immer wieder, dass ich Freunde bräuchte, erklärte der Mann, als ob das alles aufklären würde. Sie haben mich lebendig begraben, damit ich Ihr Freund werde? Rief ich völlig empört aus. Alles, was er sagte, war: Yep. Warum zum Teufel haben Sie nicht einmal versucht, wie ein normaler Mensch mit mir zu reden? Das habe ich. Du warst zu beschäftigt, um mit mir zu reden. Keiner nimmt sich die Zeit zuzuhören. In gewisser Weise rede ich lieber mit den Toten. Sie unterbrechen mich nicht. Meine Mutter findet es nicht gut, wenn ich mit ihnen spreche. Deshalb der Sarg, antwortete der Mann in einem sachlichen Ton. Weil Ihre Mutter Ihnen gesagt hat, Sie sollen sich Freunde machen und mich entführen? Antwortete ich, kaum fähig zu verstehen. Mama wird so wütend. Ich kann Mama nicht ungehorsam sein. Wenn ich das tue, steckt sie mich in die Kiste, sagte die Stimme, in der sich eindeutig Panik bemerkbar machte. Die Kiste, was meinen Sie damit? Ich will nicht an die Kiste denken. Bitte lass mich nicht an die Kiste denken. Während er dies sagte, wurde er immer wütender. Ich vernahm ein schmatzendes Geräusch, gefolgt von einem Schmerzensschrei.
Ein Schlag, dann Schmerz. Dies geschah in schneller Abfolge. Es dauerte eine Sekunde, bis ich begriff, dass der Mann sich selbst ins Gesicht schlug. Was auch immer diese Kiste war, sie hatte ihn in Atem gehalten. Ein Gedanke schlich sich in meinen Kopf. Wenn ich ihn zum Reden bringe, finde ich vielleicht etwas, das ich zur Flucht nutzen kann. Das könnte meine einzige Chance sein. Ich dachte mir, wenn ich ihn dazu bringe, mir von dieser Kiste zu erzählen, könnte ich sie vielleicht zu meinem Vorteil nutzen. Sie haben mir noch nicht Ihren Namen gesagt. Ich kann nicht Ihr Freund sein, bevor ich ihn nicht weiß, sagte ich. Mein Name ist Dennis. Das solltest du wissen. Du hast ihn auf meinen Kaffeebecher geschrieben und dann ausgerufen, als ich dich besucht habe. Es war laut da drin, Dennis. Ich konnte sie kaum hören. Tut mir leid, ich habe die Stimme nicht erkannt. Jetzt erinnere ich mich an sie. Ich habe nicht viel zu ihnen gesagt, weil ich so nervös war. Werden sie manchmal nervös? Zu diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass er es verstehen würde. Mein Ziel war einfach. Ich wollte ihn dazu bringen, dass er denkt, wir seien Freunde. Und dann würde ich ihn dazu bringen, mir eine Information zu entlocken, während er unvorsichtig ist. Nervös? Du wirst in der Nähe von Menschen auch nervös? Mama hat immer gesagt, ich soll aufhören, ein Baby zu sein. Aber lebende Menschen machen mir Angst. Sie können denken und so. Die Leichen, die ich begrabe, können das nicht. Sie haben auch nie gemeine Dinge zu sagen. Lebende Menschen sind grausam. Ich weiß nie, was sie denken oder planen. Was, wenn sie mir auch etwas antun wollen? Mama scheint das nicht zu verstehen, oder? Nein, das tut sie nicht. Ich habe einmal versucht, es ihr zu erklären, aber sie hat mich in die Kiste gesperrt. Sie machte mir mehr Angst als jeder andere. Plötzlich ertönte das Klatschen wieder, lauter als zuvor. Das war schrecklich, was du über Mama gesagt hast. Mama ist gut. Mama ist nett. Mama ist die Einzige, die sich um mich kümmert, schallte die gequälte Stimme des Mannes durch das Rohr. Ist schon gut, Mama ist nicht hier. Du bist mit deinem besten Freund zusammen. Du kannst mir gerne alles erzählen. Diese Kiste zum Beispiel. Ich werde Mama nichts verraten, versprochen, antwortete ich, mit einer gewissen Art von Scham in meiner Stimme. Dennis wurde still und schien über meine Bitte nachzudenken. An der langanhaltenden Stille bemerkte ich, dass ich kurz davor war, ihn für mich zu gewinnen. Ich zerbrach mir den Kopf, um etwas zu finden, mit dem dieser Wahnsinnige etwas anfangen konnte. In diesem Moment wurde es mir plötzlich bewusst. In einem Moment der Klarheit wusste ich, was ich sagen musste. Ich hörte, wie mein Mund die Worte formte. Meine Mama hat mich auch sehr geliebt. Sie hat auch versucht, mich vor den bösen Menschen zu beschützen. Sie dachte, wenn sie mich von allen fernhielte, würde mir nie etwas passieren. Indem sie mich beschützte, wusste sie nicht einmal, dass sie mir wehtat. Hat dich deine Mama auch aus Versehen verletzt? Ich hörte einen erstickten Schluchzer durch den Kanal schallen, gefolgt von Stille. Meine Worte schienen angekommen zu sein. Ich ließ die Worte auf mich wirken, damit sie ihre volle Wirkung entfalten konnten. Nach ein oder zwei Augenblicken hörte ich, wie Dennis seine Stimme klärte und einen tapferen Versuch unternahm, sich von den unerwarteten Emotionen zu erholen. Seine raue Stimme rief: Mama sagte, sie liebt mich und deshalb muss ich mich bestrafen. Deshalb sperrt sie mich im Dunkeln in die Kiste. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Die Stimmen da unten sind so laut. In der winzigen Kiste ist nicht genug Platz für uns beide. Für uns beide? Ich dachte, du wärst allein in der Kiste eingesperrt. Nein, sie sperrt mich mit ihr in die Kiste. Sie ist zu eng. Es stinkt da unten.
Ich muss mich auf sie drauflegen, damit wir beide Platz haben, antwortete er und klang wieder aufgeregt. Dennis, sag mir, wo ist diese Kiste? Ich hatte ein flaues Gefühl, als ob meine Welt aus Blei wäre und ich gerade ins Meer geworfen worden wäre. Ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Kopf nicht über Wasser halten konnte. All die neu entfachte Hoffnung, die ich erlebt hatte, hatte sich plötzlich in ein Feuer in meinem Inneren verwandelt. Als ob er meine Befürchtungen bestätigen wollte, öffnete er seinen Mund und sagte: Parzelle 1. Das Grauen erfüllte mich. Ich kannte die Wahrheit. Mama war tot und ich war wie er in der Kiste gefangen. Es war unmöglich, ihn zu überreden, mich gehen zu lassen. Wie ich war auch er lebendig begraben. Obwohl er immer noch an der Oberfläche wandelte, wusste ich, dass der menschliche Teil von ihm bei seiner Mutter in Parzelle 1 gelegen hatte. Hier liege ich also, begraben in einem unmarkierten Grab. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich liege wach unter dem erholsamen Schlaf von David. Ich weiß nicht, ob ich fast 4 Meter unter der Erde überleben werde. Aber eines weiß ich. Ich bin nicht allein. Dennis kommt, um mir Gesellschaft zu leisten und 3-mal am Tag Essen in den Schacht zu schieben. Er ist so verlässlich wie die Sonne. Jeden Tag kommt er zur gleichen Zeit an. Jeden Tag zieht er sich zur gleichen Zeit zurück. Ich hege keinen Groll gegen den gebrochenen Mann. Ja, er ist mein Entführer. Ganz sicher hat er mein Leben ruiniert. Aber ich habe selbst ein paar Dinge über die Einsamkeit gelernt. Sie kann dich verzehren. Die Taten eines einsamen Mannes sollten verziehen werden. Wer weiß, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich vielleicht auch jemanden in die Kiste sperren. Nur, um mein unstillbares Verlangen nach Gesellschaft zu stillen.